Wirklich bemerkbar macht sich das neue Spielhallengesetz in der Stadt nicht. Noch immer schießen die Casinos wie Pilze aus dem Boden. Mindestens 500 Meter Abstand soll es eigentlich zwischen zwei Geschäften geben und auch die Öffnungszeiten wurden eingeschränkt. Für viele Unternehmen der Branche sind diese Regelungen unakzeptabel. Wir sind staatlich konzessioniert. Wir haben ein Gewerbe nach der Gewerbeordnung. Wir sind von sehr, sehr vielen Gesetzen reguliert und diese halten wir auch ein. Wir sind damit nicht so glücklich, weil dieses Gesetz leider uns als legale Gewerbetreibende trifft. In Wahrheit haben wir ein Problem mit illegalen Anbietern. Denn die gibt es in der Szene wie Sand am Meer. Mit sogenannten Casino-Cafés wird das neue Spielhallengesetz umgangen. Oft befinden sich auf wenigen Quadratmetern weit mehr als die erlaubten drei Geräte. Denn Kontrollen durch das Ordnungsamt gibt es nicht. Auch Hinweise zu Spielverhalten und Spielsucht, wie es das Gesetz vorschreibt, fehlen in diesen Geschäften. Die Spielhallen mit Konzession schulen mittlerweile sogar ihr Personal, um Missbrauch vorzubeugen. Wir geben den Hilfestellungen, wir geben den Adressen, wo sie sich hinwenden können, wenn sie ihre Probleme haben. Wir führen eine Kartei, wo eben gesperrte Spieler oder wo sich Gäste selber sperren können. Und diese wird von unseren Mitarbeitern kontrolliert, sodass niemand Gesperrtes in die Filiale treten kann. Rechtliche Unklarheiten machen es den schwarzen Schafen leicht. Gibt es neben der Bundesregelung doch auch 16 verschiedene Zusatzregelungen in den einzelnen Bundesländern. Hier muss die Politik schnell einen einheitlichen Weg finden, damit der Entstehung von Casinos Einhalt geboten wird. Sicherlich, also die Kontrolle anhand der Gewerbeordnung, also sicherlich die Kontrolle der Gaststätten auch nochmal und im Hinblick auf Planung, in wo kann überhaupt, wo wir zugelassen seitens der Bezirksämter, dass überhaupt Spielhallen, aber auch vor allem diese Imbisse zunehmend mehr, die plötzlich Automaten haben, sich einrichten. Der Streit um die Spielhallen wird aber noch weitergehen, denn solange die Politik dem Wildwuchs nicht wirklich Einhalt gebietet, werden weiterhin überall illegale Spielhallen entstehen.